Hallo ihr Lieben. Und zwar gibt es heute auch ein Action-Haul. Und Teddy ist auch noch was dabei gewesen. Ja, es geht aber diesmal um Kosmetik, bisschen Deko und Mode. Ja, fangen wir mal an. Und zwar gab es hier diese Kerze in der Action für 1,29 €. Ja. Gerade gucken. Ja, da steht Love drauf. Die riecht sehr, sehr gut. Ich nehme gerade das Glas raus. Ja, so sieht sie aus. Die habe ich mir mitgeholt. Dann, also es kommen jetzt erstmal die Action-Sachen, ne? Dann habe ich mir hier diese Teelichter mitgeholt. Neutralisierende. Das sind 18 Stück drin. Für 97 Cent. Die durften mit. Dann hatten die diese Teelichter hier, ganz neu. Für 99 Cent. Ich finde das hier mit dem Goldrand ganz interessant. Ja, da habe ich mir zwei Stück mitgenommen. Ja. Okay. Dann gab es das hier. So zum Hinstellen. Ja, das hat gekostet 99 Cent. Dazu habe ich mir auch noch eine Kerze geholt. Man kann allerdings bestimmt dieses Glas hier draufstellen. Das geht auch. Aber ich habe mir hier so eine Kerze noch mitgeholt. Die Cantra. Ja, finde ich, sieht ganz schön aus. Die hat 99 Cent gekostet. Dann habe ich mir noch ein paar Strümpfe mitgeholt für 1,99 €. Die hier, das sind ja so meine Farben, ne? Vor allem das hier gefällt mir ganz gut. So, was haben wir denn noch gut? Dann habe ich mir hier diese Augenmaske mitgenommen. Das sind vier Sets drin. Für 89 Cent. Das möchte ich mal gerne ausprobieren. Ich habe sowieso in der letzten Zeit so Augenprobleme. Und dann diese Tuchmaske habe ich noch mitgenommen. Da sind, ja, ist eine drin. Und die hat 59 Cent gekostet. Mit Avocado. Durfte mit. So, dann habe ich mir dieses Parfüm mitgeholt von Figenzi Marcella für 1,49 €. Das sind 100 Milliliter drin und das riecht mega geil. Wirklich. Ich finde, der Action hat auch super Parfüm, ganz ehrlich gesagt. Das riecht auch und das hält auch an. Nicht wie bei anderen billigen Parfüms, wie jetzt bei Teddy, da ist der Duft ruckzuck verflogen und das ist bei Action nicht, komischerweise. Obwohl sie so billig sind, ne? So, dann habe ich mir noch mal einen Spiegel mitgeholt, den ich mir mal geholt hatte. Der ist mir leider kaputt gegangen. Ja, und jetzt brauchte ich einen neuen. Ne? In rosa und der hat jetzt gekostet 1,99 €. Der durfte mit. So. Dann. Moment. Habe ich mir
Mascara mitgeholt. Der war im Angebot für 1,69. Miss Sporty. Ich mache den mal gerade auf. So sieht's aus. Mal gespannt, wie der ist. Den. Und dann habe ich mir noch Nagellack mitgeholt. In diesem Farbton. Für 99 Cent. Kann man ja auch nichts sagen, ne? Ja, sollte innerhalb von einer Minute trocken sein. Bin mal gespannt. Ja, und das sieht dann so aus. Ja. Der durfte mit. Dann habe ich mir noch Paletten mitgeholt. Einmal das. Und einmal das hier. Ich mache jetzt aber erstmal hier den auf. Der hier hat 2,49 gekostet. Ja. So sieht er aus von innen. Mit einem Spiegel natürlich drin, ne? Finde ich ganz cool. Also von den Farben her. Den. Und dann den hier. Der kostet 1,99. Ich packe den jetzt auch mal gerade kurz aus. Da ist allerdings kein Spiegel bei. Ja. Der sieht dann so aus. Ich würde sagen, ich würde mal gerade ein bisschen testen, wie das jetzt so aussieht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, probiere ich mal den hier. Schon viel, viel besser, ne? Ja, ich finde ihn eigentlich nicht schlecht. Für dezente Töne jetzt, ne? So. Die zwei. Dann kommen jetzt Teddy. Da habe ich mir noch Ohrringe mitgenommen. Also Kreol. Finde ich ganz schön. Für 1,50 Euro durften die mit. Und dann zum Schluss habe ich mir diese Fingernägel mitgeholt. Für 2 Euro. So, für zwischendurch mal, habe ich mir gedacht. Und diesen Kleber für 2 Euro. Wobei ich sagen muss, beim DM, da gibt es einen von Essence. Der ist ganz gut. Ja. Ja, meine Tasche ist leer. So, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Über Kommentare freue ich mich immer. Und über ein Abo natürlich auch. Bis zum nächsten Video.